Genau. Dann herzlich willkommen zu den Trend Micro Channel Fokus Wochen XDA. Erzfall Ransomware, kein Überblick, kein Personal, keine Chance. Fragezeichen, vielleicht gibt es ja doch eine Chance. Wir werden das klären in den nächsten Wochen. Wir haben viele verschiedene Sessions vorbereitet, die sich rund um das Thema XDA drehen. Es gibt verschiedene Geschäftsansätze für kleinere, für größere Kunden. Dafür haben wir auch verschiedene Lösungen. Wir haben für alles dann auch eine Antwort oder beziehungsweise werden auch die Antworten entsprechend geben. Geht auch um Ihr Businessmodell, was Sie verfolgen als Partner. Und wir werden anbieten Sessions aus, die sich an den Vertrieb wenden. Wir werden technische Sessions anbieten und wir haben sogar diese Woche gleich noch zwei Sessions mit Partnern, die XDA schon erfolgreich umsetzen. Genau, das ist der Ausblick, der kurze Ausblick vorweg. Und wir sprechen heute über XDA und Ransomware im Allgemeinen. Heute ist die Intro-Session und ich habe eingeladen Richard Werner und Kai Wandemar, meine beiden geschätzten Kollegen, und übergebe an der Stelle auch sehr gerne an die beiden. Wir haben die Leitung stumm geschaltet. Wenn Fragen sind, bitte im Frage- und Antwortenbereich. Wir werden die Fragen im Fortlaufen des Webinars aufgreifen, allerspätestens am Ende. Und Sie bekommen natürlich auch die Aufzeichnung der Session zugeschickt, so wie immer. Dann viel Erfolg und viel Spaß mit meinen beiden Kollegen. Ja, danke Claudia und dann auch von meiner Seite nochmal herzliches Willkommen. Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich ja der Dienstältere von uns beiden bin, keiner. Wir haben vorhin schon rumgerätselt, wie lange oder wann es her ist, dass wir zuletzt eine gemeinsame Präsentation gehalten haben. Ich meine, das ist jetzt schon fast 15 Jahre her. Damals waren wir noch SEs, das hat sich ja mittlerweile ganz massiv geändert. Erzähl doch mal, Kai, was machst du denn eigentlich gerade so? Ja, genau. Also viele von euch kennen mich wahrscheinlich noch. Wie du schon gesagt hast, Richard, bin früher SE gewesen, habe lange Zeit das Pre-Sales-Team geleitet, bin dann mehr in den Vertrieb gegangen, Ausflug in die Schweiz gemacht, nach Österreich, bin 2019 wieder zurückgekommen, habe dann das Large Enterprise-Sales-Team geleitet und seit Januar leite ich ein kleines, aber feines Team, was sich Business Acceleration Team nennt. Und jetzt sehe ich schon viele Fragezeichen, ne, in den Gesichtern mancher Teilnehmer hier. Was ist denn Business Acceleration? Ist relativ einfach erklärt. Es gibt in der IT zwei ganz große, ich sage jetzt mal Megatrends, die wir sehen und für uns und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden als sehr, sehr wichtig identifizieren und das auch so wiedergespiegelt bekommen. Das ist alles um das Thema Cloud-Transformation. Da sprechen wir ganz oft drüber, deswegen möchte ich dieses Thema heute nicht vertiefen. Heute geht es um das Thema, wie kann ich denn die Security meines Unternehmens auf ein neues Level heben? Und damit beschäftigen sich die Unternehmen ganz, ganz massiv. Und zwar so massiv, dass das Thema Cybersecurity mittlerweile durchaus unternehmensweit als businesskritisch gesehen wird. Und mein Team hilft nicht nur uns intern, also Trend Micro, sondern auch unseren Kunden und unseren Partnern, genau dieses Thema besser zu adressieren und damit letztendlich ihr Geschäfts- und ihr Business voranzutreiben. Und so kommt es zu den Namen. Also das ist das, was ich heute mache und seit Januar mache mit einem kleinen, wie gesagt, und sehr feinen Team, was aus Architekten und Sales-Spezialisten besteht. Ja, wunderbar, Kai, danke dir. Und da werden wir auch nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir dann mal über die Lösungen sprechen. Da werden wir auch sehr viel aus der Praxis die Erfahrung einfach abgreifen. Im Vorfeld mit sowas, wie gesagt, wir steigen heute ein mit den Fokuswochen und haben das jetzt mal unter den Namen Ransomware gepackt. Hätten wir das einen Monat später aufgesetzt, hätten wir vermutlich ein anderes Thema gewählt, aber das ist nun etwas, was seit Jahren jetzt schon in diesem Bereich tatsächlich unterwegs ist. Und wir wollen auch grundsätzlich einfach erstmal eine Übersicht
geben, was ist denn aktuell da draußen los und wie wird das von Unternehmen wahrgenommen? Der Kai hat schon erwähnt, dass die meisten Unternehmen tatsächlich das als businesskritisch sehen. Und ich wollte das auch nochmal durch ein paar Statistiken untermauern. Wer von euch letzte Woche beim Channel Kickoff dabei war, der hat diese Grafik schon gesehen. Das ist im Endeffekt das Gleiche, was ich gezeigt habe. Das ist Top-Unternehmensrisiken laut Allianz. Ihr könnt diese Folien im Nachgang haben und ihr könnt euch dann auch die entsprechenden Artikel bei der Allianz auch dann anschauen. Sehr interessant. Also, was sind die Top-Unternehmensrisiken? Und ihr seht, Cyber-Inzidenz ist Nummer eins und Business Interruption, also Geschäftsunterbrechung in allgemeiner Natur, ist Nummer zwei. Das sind die Top Business-Risiken und die schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer an. Top-Business-Risiko Nummer 1, Cyberangriffe auf das eigene Unternehmen. Ihr seht, hier ist es tatsächlich Ransomware und Data Breaches, das ganz, ganz oben auf der Liste stehen. Aber wenn ihr euch beim Business-Risiko Nummer 2, Geschäftsunterbrechungen, einfach mal anschaut, dort ist auch Cyber-Inzident das erste Thema, erste Stichwort, das hier genannt wird, auch mit einem wahnsinnigen Vorsprung vor so Nebensächlichkeiten wie Naturkatastrophen oder Pandemien, was wir ja alle tatsächlich in unserem täglichen Leben auch erleben. Warum ist das so? Das will ich euch ja auch ganz kurz erklären. Wenn ihr euch mal die anderen Risiken anschaut, die hier genannt werden, dann stellt ihr fest, dass jedes einzelne dieser Risiken durch Fortschritte in der IT abgemildert werden kann. Also diese Denkaufgabe könnt ihr selber gerne mal durchgehen. Ich mache da jetzt nur mal eins, Naturkatastrophen zum Beispiel. Denkt an die Überschwemmung, die damals zur Katastrophe von Fukushima geführt hat. Was ist passiert? Damals jede Menge Datacenter unter Wasser gestanden. Heute ist Japan eines der Länder, die am meisten in der Cloud sind, wo fast jedes Unternehmen auch in der Cloud ist. Warum? Ja, weil wenn ich das nicht mehr in einem Datacenter lokal im eigenen Land habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wieder so eine Naturkatastrophe passiert, dass ich trotzdem immerhin noch die IT am Funktionieren habe, was mir dann zumindest den Start oder die Weiterführung meines Geschäftsbetriebes ermöglicht. Und ihr könnt das selber durchgehen, jeder einzelne dieser Geschichten, Pandemie zum Beispiel, ja, IT ermöglicht das Homeoffice und so weiter, jeder einzelne dieser Geschichten wird durch letztendlich die IT mitigiert, das heißt, sie hilft, klassische Risiken zu vermindern. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass ein Ausfall der IT zum erhöhten Risiko wird. Also, sobald die IT ausfällt, habe ich mit all den anderen, die hier drin sind, plus noch ein paar extra Problemen zu kämpfen. Und deswegen ist es nun mal Nummer 1 und Nummer 2 der Top-IT-Risiken, die heute Unternehmen sehen. Und das ist auch das, was der Kai vorhin gesagt hat. Das ist mittlerweile strategisch und hier wisst ihr auch, warum. Das Problem ist, dass es auch die bösen Jungs wissen. Also die Leute, die hier Ransomware schreiben, die hier IT-Angriffe schreiben, die wissen das genauso und deswegen zielen sie auch auf die IT und gar nicht mal so sehr auf große andere Geschäftsbereiche. Also Diebstähle oder sowas sind natürlich nach wie vor ein Thema. Aber wenn ich IT machen kann, dann ist es wesentlich einfacher für den Angreifer mit wesentlich geringeren Risiken auch besetzt. Ransomware ist ein universelles Geschäftsmodell. Ich habe euch hier mal ein Beispiel rausgezogen aus der letzten Zeit. Das ist eine neue Gruppe, Lapsus. Habt ihr vielleicht schon gehört oder auch nicht. Lapsus gibt es tatsächlich schon etwas länger. Man hat sie aber vorwiegend im spanisch-portugiesischen Raum gesehen. Das heißt, man geht heute davon aus, dass diese Gruppe eher in Südamerika beheimatet ist. Man vermutet in Brasilien, genau weiß man es nicht. Diese Gruppe stand hinter dem NVIDIA-Hack, von dem ihr vielleicht auch gehört habt. Hier sind massiv Daten verloren gegangen. Man spricht davon, dass heute tatsächlich sogar Fake-Updates unterwegs sind für die entsprechenden Grafikkarten. Das sind alles Themen, die hier neu letztendlich aufgekommen sind im letzten Monat und die auch ein bisschen zeigen, es ist ein universelles Geschäftsmodell. Warum hört man relativ wenig aktuell über diese Art von Angriffen? Nun, schaut euch das Thema hier mal an. Es geht um Mining-Drosseln, es geht um Ransomware, es geht um eine Gruppe, die in Südamerika unterwegs ist. Das sind alles drei Themen, die aktuell, wenn man die globale Situation einfach betrachtet, nicht so relevant sind, dass man sie als Top-1-Business-Nachricht darstellen möchte, sondern da gibt es andere Themen, über die man sprechen kann. Und wenn wir schon dabei sind, dann lasst uns das auch ganz kurz besprechen.
Ich habe letzte Woche, als ich den Vortrag vorbereitet habe, mal ein bisschen rumgeschaut. Was gibt es denn so für Aussagen? Was ist denn die Situation? Und ihr seht, dass aktuell sehr viel im Konjunktiv gesprochen wird. Also man könnte etwas passieren, es kann etwas sein. Und es gibt auch viele Meinungen dazu, dass es mal passiert oder mal eben nicht passiert. Das sind alles tatsächlich Spekulationen, die hier sehr stark drin sind. Ihr wisst, wir haben eine erhöhte Risikolage. Das ist keine Spekulation, sondern das ist eine Aussage vom BSI an dieser Stelle. Trotzdem ist hier noch nicht ganz klar, wie sich das auswirkt. Hier im Vortrag wollen wir nicht so sehr über Meinungen oder Vermutungen sprechen, sondern wir wollen über Fakten sprechen. Und deswegen habe ich mal ein paar für euch mitgebracht. Fakt 1. Bisher wurde kein neues Angriffsmuster verwendet. Was meine ich jetzt damit? Alle bekannten Angriffe, alle Angriffe, die man bis jetzt analysiert hat, egal ob wir von staatlichen Angriffen sprechen, ob von privaten Angriffen sprechen, die im Rahmen eines sogenannten Quote-unquote Cyberkriegs gesprochen werden, oder aber auch über klassische Ransomware-Angriffe. Dieses Jahr hat es noch keine absoluten neuen Angriffsmethoden gegeben. Nach wie vor kommt Phishing per E-Mail, klar, hat es vorher auch gegeben. Die Themen im Phishing sind ein bisschen anders. Letztes Jahr war es noch Corona, dieses Jahr ist es der Krieg. Aber beides ist dasselbe Muster. Nach wie vor greifen die Angreifer über Schwachstellen an. Es wird über Passwort-Aussniffing weiter verbreitet. Das war vorher der Fall, das ist heute der Fall und das wird auch morgen noch der Fall sein. Das sind klare Erkennungsmerkmale von Cyberangriffen, die sich in keinster Weise verändert. Fakt 2 ist, Cyberangriffe gibt es nicht wegen, sondern trotz Krieg. Das heißt, die Angriffsmethodik, die Angriffe selbst, aber auch die Häufigkeit hat sich so gut wie gar nicht geändert. Und das ist nicht wegen dem Krieg, sondern trotzdem. Denn viele der Protagonisten, die hier eine Rolle spielen, sind tatsächlich, das wisst ihr auch, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen, in Russland beheimatet oder zumindest dort ansässig. Viele dieser Gruppen agieren übrigens international. Das heißt, es sind nicht nur Menschen einer Nationalität dabei, sondern verschiedener Nationalitäten. Und die arbeiten trotz Krieg ungebremst weiter. Also auch eine Conti-Gruppe, obwohl sie sich offiziell als im Cyberkrieg befindlich erklärt haben, greift nach wie vor mit ganz normaler kommerzieller Ransomware an, so wie sie das vorher auch gemacht haben. Da gibt es im Endeffekt keinen großen Unterschied. Und Fakt 3, Cyberangriffe sind und bleiben eine Gefahr. Es hat sich nichts geändert, auch wenn man in den Nachrichten aktuell gar nicht so sehr viel über Angriffe mitkriegt, weil eben ein anderes Thema, gerade im Bereich Cybersecurity, die Nachrichten beherrscht. Das muss man einfach verstehen. Deswegen hört man tatsächlich nicht so viel von Angriffen. Sie finden aber nach wie vor statt und sie sind auch nach wie vor erfolgreich. Und in der Fachpresse liest man auch das ein oder andere Mal über solche Angriffe. Last but not least wollte ich euch auch eine Erwartungshaltung mitteilen, denn ich sehe eine der größten Herausforderungen dahingehend, dass sobald der hoffentlich bald erfolgte Friedensschluss erfolgt, Unternehmen, vor allen Dingen auch C-Level, davon ausgehen, dass sich damit die Risikolage im Cyberbereich vermindert. Davon würde ich nicht ausgehen, denn A, das Geschäftsmodell ist unabhängig davon, wie die politische Lage ist. Und B, man muss verstehen, dass aktuell gerade sehr viele Menschen damit beschäftigt sind, Cyberangriffe zu tätigen. Und wenn wir eins gelernt haben aus vergangenen Konflikten, da könnt ihr in die Jahrhunderte zurückschauen, wie weit ihr wollt, Menschen, die in einem Krieg eine bestimmte Tätigkeit durchführen, werden diese Tätigkeit danach auch weiterführen, dann in der Regel auf eigene Rechnung. Denkt ihr zum Beispiel an Freibeuter, das wurden dann Piraten, oder auch an Söldner, das wurden dann in der Regel Räuber, die letztendlich ihre Tätigkeiten weiterführten, dann aber auf eigene Tasche. Das ist die Erwartungshaltung, die wir auch in diesem Krieg haben. Das heißt, egal wie es dann letztendlich irgendwann mal ausgeht, und ich hoffe bald ausgeht, dann werden wir nach wie vor mit diesen Cyberangreifern zu tun haben und sie werden auch nach dem Friedensschluss weiter aktiv sein und weiter Unternehmen angreifen. Das sind so die Fakten, soweit ich sie zusammengetragen habe. Wie gesagt, Angriffe, keine neuen Angriffsmuster, bekannte Angriffsmuster, heißt auch für die Verteidigung. Die Verteidigung muss im Endeffekt stehen, sie muss vernünftig funktionieren und das ist letztendlich auch unser Job, so wie wir hier in dieser Session zusammensitzen. Und damit, ja Kai, wieder zurück zu dir. Was sind denn so deine Erwartungen, deine Erfahrungen? Worüber wird denn in Unternehmen gesprochen? Was sind die Hauptherausforderungen dabei? Ja, Richard, du hast es ja schon sehr, sehr gut umrissen.
Mittlerweile ist die IT-Welt deutlich komplexer geworden, als sie noch vor 5, 6 Jahren war. Das ist keine neue Erkenntnis, das ist einfach der Fortschritt. Nichtsdestotrotz, wir haben zu dieser ganzen komplexeren Infrastruktur, zu der auch Cloud gehört, Cloud-Transformation, Digitalisierung, haben wir weiterhin steigende gesetzliche und regulatorische Anforderungen. Das heißt, ich muss immer mehr Regulatorien beachten, Dinge erfüllen und ich kann einfach nicht mehr so laissez-faire agieren, wie ich das vielleicht vor einigen Jahren noch machen konnte. Hinzu kommt in der IT und ganz speziell in der Cybersecurity gibt es enorme Personalengpässe und auch das Know-how und die Skills, die ich für die aktuellen Bedrohungen eigentlich brauche, um deren Herr zu werden, da haben wir eine extreme Lücke. Und da müssen wir letztendlich agieren. Zusätzlich, und das ist eine gute und aber auch eine schlechte Nachricht, ist das Thema Cybersecurity ganz oben in der Unternehmensführung angekommen. Warum ist das gut und warum ist das schlecht? Das Gute ist, das spiegeln mir die Security-Verantwortlichen immer wieder, es ist mittlerweile doch einfacher geworden, Budgets für das Thema Security zu bekommen. Noch vor einigen Jahren war immer das Thema Security, das ist immer so schön, das hässliche Kind der IT, ja, war irgendwie da und musste irgendwie gemacht werden, aber Sinn und Zweck dahinter hat kein Mensch verstanden und kostet ja nur Geld. Mittlerweile ist es aber so, dass die Unternehmensführung durchaus erkennt und versteht, dass man in die Security deutlich mehr investieren muss. Und das liegt ganz stark daran, dass einfach die Angriffe deutlich prominenter geworden sind. Und das zum Großteil mit dem Thema Ransomware. Also hier ist einfach das Thema, die Unternehmen haben verstanden, wir müssen was tun. So, und was macht man? Wenn du mal einen Slide weitergehst, Richard. Vielleicht ganz kurz, ich hätte da noch eine ganz kleine Anmerkung. Natürlich. Wir haben von Trend Micro eine Statistik gemacht, eine Umfrage gemacht vor kurzem, haben wir rausbekommen, 80% der Unternehmungsleitungen sprechen mindestens einmal im Monat mit ihrer IT-Security-Truppe über aktuelle Cyber-Risiken. Auch eine spannende Entwicklung, die wir vor ein paar Jahren so nicht hatten. Ne? Aber die im Endeffekt widerspiegelt, was du auch gerade gesagt hast. Ja. Ich fand das nur als Fakt ganz interessant an der Stelle. Ja, absolut. Danke. Ja. Ist in der Tat so. Also das ist das Thema Security ist einfach mittlerweile integraler Bestandteil des Business geworden. So, was waren denn jetzt so die ersten Schritte? Ne? Was machen die Unternehmen. Im Bereich Protection ist man mittlerweile ganz gut unterwegs oder schon seit Jahren ganz gut unterwegs. Ja. Man hat da verschiedene Funktionen, auch die ganzen Protection Layer haben sich verbessert. Wenn wir früher noch von signaturbasierten Scanning gesprochen haben, kam dann irgendwann Sandboxing, Machine Learning dazu und was wir Behavior Analysis und was wir sonst noch alles haben. All das hilft mir natürlich, Bedrohungen abzuwehren. Aber trotzdem ist es nie sichergestellt, dass ich einen 100-prozentigen Schutz habe. Also es wird immer etwas durchgehen. Das ist einfach so. Und jetzt geht es darum, frühzeitig zu erkennen, hey, habe ich mir in meinem Unternehmen irgendwas eingefangen, in meiner Infrastruktur, tummelt da sich jemand rum und treibt Unfug? Oder wie bin ich aufgestellt? Und da gibt es verschiedene Techniken, mit denen man versucht hat, das ganze Thema voranzutreiben oder solche Events, Vorkommnisse aufzudecken. Und da war als allererstes erstmal das Thema SIEM. Ja, das Thema SIEM gibt es so seit 2005. Hier werden verschiedene Log-Informationen von verschiedenen Datenquellen gesammelt, um letztendlich auch festzustellen, wenn kleine Ungereimtheiten auftreten, die in einer
sag mal, Security-Lösung, sei es ein Intrusion Prevention-System, sei es eine klassische Antivirenlösung, so nicht aufschlagen. Und dadurch hat man schon eine sehr, sehr große Transparenz über die Situation im Netzwerk gefunden. Irgendwann war das ganze Thema aber nicht mehr handelbar. Das heißt, es sind Millionen und Abermillionen Events irgendwo in irgendwelchen Systemen gelandet. Und danach war kein Mensch mehr in der Lage, auch Zusammenhänge zu erkennen und das wirklich sauber zu nutzen. Dann war der nächste Schritt der Bereich SOAR. Also Security, Orchestration, Automation und Response. Also man hat jetzt versucht, die ganzen Themen oder die ganzen Logs, die ich dort gesammelt habe, stärker automatisiert zu durchforsten, um dann daraus einfache Rückschlüsse zu ziehen. Das hat das Ganze schon mal etwas vereinfacht, aber letztendlich auch hier fehlt gerade auch die Integration in einen Protection Layer. Das heißt, ich finde vielleicht Zusammenhänge leichter, aber dann wieder das Ausbringen dieser Erkenntnisse und Umsetzen dieser Erkenntnisse in einen Protection Layer. Das ist dann immer noch ein häufig ein Thema. Der nächste Schritt darauf ist das ganze Thema XDR, also Cross-Platform Detection and Response. Das heißt, ich sammle Informationen auf der einen Seite aus den Protection Layern, und zwar die Lösung, die ich dort auf den verschiedenen Eintrittsvektoren installiert habe, die liefern mir Informationen, und auf der anderen Seite reiche ich das ganz, ganz stark an mit Informationen, die mir zusätzliche Sensoren liefern und mir so viel, viel detailliertere Telemetriedaten liefern. So, und jetzt sind wir eigentlich erstmal noch gar nicht so weit entfernt von dem Thema SIEM oder SOAR. Was das Ganze aber deutlich interessanter macht, ist, dass diese ganzen Informationen in Data Lakes korreliert werden. Also hier ist wirklich der absolute Fokus, solche Informationen zu korrelieren, die Zusammenhänge zu erkennen und auch für die Kunden und die Unternehmen sichtbar zu machen, sodass sie wirklich verstehen, hey, hier ist eine E-Mail reingekommen, da war ein Anhang dran, dieser Anhang hat einen Prozess gestartet, der Prozess öffnet dann Ports und Kommunikationskanäle zu weiteren internen Systemen oder nach externen, zu bestimmten Servern, Command and Control Servern zum Beispiel, oder greift Informationen ab. Also hier habe ich wirklich die Möglichkeit, ganz, ganz gezielt auch oder deutlich einfacher zu erkennen, hey, habe ich jetzt gerade in meinem Unternehmen eine aktive Attacke, die mein Security-Hersteller aus diversen Gründen noch nicht erkennen kann. Ja, das kann so sein, weil es vielleicht von einem ungemanagten System kam, weil es von einer Quelle kam, die ich intern als sicher erachtet habe und so weiter und so fort. Und das ist der Punkt, und hier bringt das Thema XDR eine wirkliche Transparenz rein. Wenn du mal vielleicht auf Slide Nummer 12 gehst. Genau. Also, wir haben hier wirklich auch die Möglichkeit, in den Incident Response wirklich den Notfall transparenter zu gestalten und wirklich auch schnellstmöglich zu reagieren. Ich habe das ganze Thema XDA auch die Möglichkeit, das anzureichern, mit Managed Services. Das heißt, der Kunde alleine im Moment ist jetzt noch gar nicht unbedingt in der Lage zu sagen, naja, okay, schön, was da alles so aufgearbeitet wird, aber letztendlich muss ich ja immer noch aktiv werden. Ich muss immer noch verstehen, was bedeutet das eigentlich. Und das ist dann wieder so ein Bereich, wo man solche Dienste auch mit Managed Services anreichern kann. Das heißt,
dort wird dann wirklich analysiert, was für einen Impact hat denn dieser Vorfall? Was ist denn der Root Cause? Also wo kommt das Ganze her? Wie sind Angreifer in meinem Unternehmen eingedrungen? Und analysieren das. Und dann kann ein solcher Service zum Beispiel auch den Kunden informieren und ganz, ganz detaillierte Handlungsanweisungen an die Hand geben, um dann dieses Thema wieder zu bereinigen. Genau, also das ist so das Thema, was jetzt mittlerweile die Unternehmen so umtreibt und wo unheimlich viele Investitionen jetzt getätigt werden. Finde ich hochspannend und ich wollte es jetzt auch noch ein paar Sachen vertiefen, wenn ich dich schon mal im Call dabei habe. Sehr gerne. Du hast ganz vorhin am Anfang noch erzählt, Regularien sind zu betrachten. Wir haben auch darüber gesprochen, dass es in der Chefetage angekommen ist als Thema. Was sind so typische Fragestellungen, die ihr dann daraus mitgibt? Also entweder indem ihr selber mit den CEOs sprecht oder auch mit dem CISO darüber spricht, was muss er denn so abliefern als Ergebnisse zum Beispiel? Also was brennt denen in Bezug auf diese Compliance-Lage denn so auf den Nägeln? Kannst du dazu ein bisschen mehr erzählen? Erstmal ist ein ganz, ganz starker Trieb, überhaupt erstmal zu erkennen, wie groß ist denn das Risiko überhaupt, was ich in meinem Unternehmen habe, also die klassische Risikobewertung. Ja, was habe ich für Systeme in meinem Unternehmen, wie verwundbar sind die, welche Schwachstellen sind dort vorhanden, welche Applikationen nutze ich in meiner Umgebung. Wie groß ist die Gefahr, dort attackiert zu werden? Also auch ganz stark das Thema, ja, erstmal überhaupt die Risikobewertung und dann das transparent machen, der möglichen Eintrittspunkte, Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, um darauf basierend auch dann wieder Gegenmaßnahmen abzuleiten. Also die Frage ist, wie groß ist die Gefahr, dass ich angegriffen werde als Unternehmen? Und dann will die Unternehmensleitung natürlich auch immer wissen, was können wir denn dagegen tun, dass dieser Worst-Case-Fall gar nicht eintritt? Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Thema wie die Übersicht zu behalten durchaus grundsätzlich ein Reizthema ist. Ist das dann auch so ein Erstkontaktthema, womit man anfängt? Haben Sie denn überhaupt die Übersicht, sage ich jetzt mal, mit einem CISO zu besprechen? Oder kommt der von sich aus, der oder die? Also ist wirklich unterschiedlich. Ja? Es gibt durchaus Unternehmen und IT-Security-Abteilungen, denen bewusst ist, dass sie, ich sag mal so, Verbesserungspotenzial zum Thema Sicherheit haben. Und je nachdem, welchen Stellenwert auch die Security im Unternehmen hat, kommen die auch ganz selbstbewusst auf uns zu und fragen ganz aktiv nach Unterstützung und wissen auch, wo ihre Lücken sind, wo ihre Grenzen einfach liegen und wo sie Verbesserung brauchen. Und dann gibt es auch in der Tat leider immer noch Security-Abteilungen, wo das ein gewisses Angstlevel da ist. Also Transparenz deckt ja unter Umständen auch auf, hey, wo bin ich denn da schlecht aufgestellt? Ja? Und dann passiert es durchaus schon mal, dass die Unternehmen genau diese Lücke eben auf die IT-Security wieder schieben. So nach dem Motto, hey, Moment, wir haben da und da eine Lücke, aber warum habt ihr eigentlich nichts gemacht? Ja? Dass das natürlich dann auch wieder mit Budget zu tun hat, mit Ressourcen, also Mitarbeitern zu tun hat, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Also manchmal muss man dem Kunden auch zum Beispiel über Breach Assessments oder Ähnliches
bewusst machen, okay, ihr habt da ein Problem. Und dann muss man aber auch wirklich vorsichtig umgehen und den IT-Security-Leuten helfen, genau dieses Thema und die Findings intern zu verkaufen. Weil ansonsten ist das Ganze, wird das Ganze eher als Bedrohung wahrgenommen als Hilfe, ja, für die IT-Security. Mhm. An dieser Stelle kurze Werbejingle. Mit Vision One bieten wir euch auch die Möglichkeit, mit euren Kunden gerade so ein Breach Assessment zu machen. Gibt es eine Testversion, die ihr einfach mal aufspielen könnt? Da könnt ihr auch einfach mal, also es gibt da sogar Szenarien, also wenn ihr so wollt, Angriffsszenarien, die wir einmal durchspielen können, wo man einfach mal ausprobieren kann, wie funktionieren denn die Prozesse oder gibt es Prozesse, sehen wir Dinge in einem Unternehmen? Sehr, sehr spannende Geschichte. Ja. Genau. Also nur als Ergänzung, da gibt es zum Beispiel so Assessment, wo man Informationen darüber bekommt, welche meiner Systeme sind zum Beispiel angreifbar für Log4Shell oder die Linux-SMB-Schwachstelle, die es da gerade gibt. Und da kann man ganz gezielt bestimmte Assessments dann durchführen. Ist wirklich sehr, sehr hilfreich und hochinteressant, gerade im Bereich zum Beispiel Log4Shell. Ist jetzt meine These, was, glaube ich, ein Großteil Unternehmen noch gar nicht verstanden hat, wie relevant und wie dringlich das Thema für sie ist. Also einfach mal nachschauen, ob man da eine Herausforderung hat, ist eben möglich mit diesem Trial. Aber sprechen wir noch mal ein bisschen über die Themen, die du vorhin gesagt hast. Und weil wir gerade auch dabei sind, Personalknappheit war ja ein Thema und du hast ja vorhin auch diese Tools auch gezeigt, wo es ja auch sehr viel um Automatisierung geht. Ich meine, je weniger Personal ich habe, desto mehr muss ich ja auch automatisieren, um mein Personal zu entlasten. Na, was sind denn so klassische Automatisierungswege oder anders gefragt, wo würdest du anfangen mit einer Automatisierung, wenn wir gerade über das Thema XDR sprechen? Was sind so die klassischen Möglichkeiten? Womit fängt man an, ist vielleicht die einfachste Frage, die ich da stellen könnte. Ne? Also wenn ich zum Kunden komme und sage, okay, ich möchte dir da einfach mal zeigen, wie gut das funktioniert oder was. Was wäre so das klassische erste Szenario? Ja, gut. Also wenn man das Ganze für den Kunden greifbar machen will, gibt es ja erstmal zwei Ansätze. Ne? Und es gibt da gar nicht so den Königsweg, wo man sagt, hey, das gilt für alle, sondern ich persönlich habe eigentlich immer zwei Ansätze, wie ich mit dem Kunden ins Gespräch einsteige. Einmal muss man ganz klar sagen, die größte Transparenz habe ich im Bereich Endpoint. Das heißt, wenn ich hier auf dem Endpoint eine Sensorik installiere, die mir dann Informationen ins Data Lake liefert, habe ich eigentlich schon den Punkt abgefrühstückt, wo ich auch den Großteil der Informationen sehe. Der zweite Punkt ist dann letztlich immer, naja gut, wenn ich aus diversen Gründen den Client, wenn der wegfällt, weil zum Beispiel ein Kunde den Aufwand scheut, jetzt auf dem Client noch einen Sensor zu installieren, dann kann ich auch immer auf der Netzwerkebene sehr, sehr viele Informationen abgreifen und die dann ins Data Lake liefern. Und was das ganze Thema Automatisierung angeht, naja, der Großteil, ja, dieser Korrelation, Definition der Zusammenhänge, passiert dann halt letztendlich im Data Lake. Ja? Und hier habe ich dann die Möglichkeit, diese Informationen zu nehmen. Und bei einem Incident wird eine Workbench erstellt. Das heißt letztendlich, ich sehe die Details, was passiert, was ist in meinem Unternehmen passiert, wo sind welche Kommunikationswege. Und ich kann dann zum Beispiel auch Informationen bzw. Aktionen daraus direkt ableiten. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe einen Schadcode, der einen bestimmten Prozess initiiert bzw. startet, dann kann ich halt aus dem Tool raus diese Prozesse abschießen. Ich kann Systeme isolieren, wenn ich genau weiß, okay, die Kommunikation zu den Command and Control Server nach außen läuft über ein zentrales System, dann kann ich dieses System
isolieren und somit ist dann der Punkt gegeben, ja, dass die Kommunikation nach außen nicht mehr stattfinden kann. Bei dem ganzen Thema Automatisierung muss ich aber Angst auch immer im Kopf behalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch das, was wir jetzt liefern und was uns die Plattform liefert, an irgendeiner Stelle ist immer auch eine ja, direkte Kommunikation bzw. Interaktion möglich. Das heißt, ich muss irgendwann aktiv werden. Sei es ganz am Anfang, um natürlich erstmal die Sensorik auszurollen, aber dann letztendlich auch, um Recommendations, die eventuell von Trend Micro oder die über das Tool geliefert werden, diese Recommendations umzusetzen oder auch um Systeme zu bereinigen. Ja? Das ist halt einfach auch ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt in der Tat einen massiven Angriff habe, möchte ich vielleicht auch berichtsverwertbare Informationen sammeln. Und dann brauche ich auch wieder jemanden, der diese Information, der weiß, was er sammeln muss und genau der das auch für mich tut. Und damit sind wir auch schon, der das für mich tut. Ich sage mal, hier in den Channel-Veranstaltungen geht es ja auch sehr stark darum, was wollen wir euch anbieten an dieser Stelle, liebe Partner, was ist das Offering von Trend Micro an dieser Stelle? Und das überlasse ich auch gerne dir, Kai, da nochmal ein bisschen genauer zu formulieren. Wie siehst du die Zusammenarbeit mit unseren Partnern hier und was können wir überhaupt anbieten? Ja. Also der Partner rein, was das ganze Thema Beratung und Incident Response in jeder Ausprägung, da ist der Partner einfach ein extrem wichtiger Bestandteil. Das heißt, wir brauchen jemanden oder der Kunde braucht jemanden, der letztendlich auch den Markt versteht, der die Gesamtsituation versteht. Ich habe vorhin so ein paar Einblicke gegeben, wo sich eigentlich unsere Kunden einfach befinden. Und da braucht es Berater, die dem Kunden helfen und ihm einen Weg aufzeigen, wie kann er denn seine Situation verbessern. Das heißt, wir haben hier eine ganz starke beratende Funktion. Dann geht es darum, was ich gerade schon erwähnt habe. Ich bekomme Informationen aus dem Tool oder vielleicht von Trend Micro mit Empfehlungen, was muss ich denn in meinem Unternehmen machen, welche Informationen brauchen wir, um tiefer einsteigen zu können, um genauer zu analysieren, was ist en Detail in meinem Netzwerk los und auch Gegenmaßnahmen umzusetzen. Und auch da haben Unternehmen oft gar nicht das Know-how oder die Ressourcen. Ja, selbst wenn sie das Know-how hätten, dann sagen sie, naja gut, ich hab aber, ne, wir haben aber noch so viele andere Sachen auf dem Schirm, um die wir uns kümmern müssen. Ich brauche da jemanden, der sich damit auskennt und dessen täglich Brot das ganze Thema einfach ist. Ja? Und da ist auch ganz stark der Partner gefragt. Wir können das nicht leisten in der Gänze. Und wir skalieren da einfach auch nicht. Das Ganze, ich sag mal, fängt eigentlich auch schon damit an. Und das wissen unsere Partner sicherlich alle selber, wenn es darum geht, irgendwelche Dinge überhaupt auszurollen. Ich sag mal, die Grundlagen zu schaffen, die Sensorik in meine Infrastruktur zu bringen. Das muss auch jemand tun. Da haben die Unternehmen eigentlich gar keine Zeit zu. Die haben die Ressourcen nicht. Und auch hier hat der Partner wirklich die Chance, sich entsprechend darzustellen und ja, sich anzubieten und dann auch einen entsprechenden, ich sag mal, Wert auch wieder für den Kunden darzustellen. Okay, super. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort, denn an sich gibt es diese Veranstaltungsreihe. Also was wir heute machen wollten, ist einfach mal nochmal erklären, wie ist die Situation da draußen,
was wird von Kundenseite verlangt? Das ist jetzt allgemein gesprochen gar nicht so sehr auf den einzelnen Kundenfall, sondern das, was wir grundsätzlich so wahrnehmen. Danke dir, Kai, für deine Ausführungen. Und natürlich geht es in dieser ganzen XDR-Woche darum, wie können wir am besten mit euch zusammenarbeiten an dieser Stelle? Was können wir anbieten? Kai hat es jetzt auch gerade ausgedrückt, was brauchen Kunden an dieser Stelle im Zusammenspiel mit uns? Und die Channel-Fokus-Wochen werden sich tatsächlich genau darum kümmern. Wir unterteilen das in zwei Bereiche, aber dazu erklärt die Claudia gleich noch ein bisschen mehr. Und möchten hier euch möglichst viel Informationen dazu geben, wie das ganze Thema am besten gespielt wird, mit welchen Möglichkeiten, mit welchen Tools ihr das am besten spielen könnt und wo ihr Hilfestellungen, wo ihr mehr von uns kriegen könnt oder abfragen könnt an dieser Stelle. Ja, Claudia, ich weiß gar nicht, ob du schon wieder zugeschaltet bist. Du wolltest diesen letzten Part selber übernehmen und das möchte ich dir natürlich auch nicht wegnehmen an dieser Stelle. Ich hoffe, ich habe auch die richtige Slide mit reingenommen in die Präsentation. Genau, ja, ich bin schon wieder da. Vielen Dank, Richard und Kai. Genau, hier seht ihr, liebe Partner, den Fortgang der Fokuswochen, wie wir ihn euch anbieten. Wer sich schon ein bisschen mit XDR beschäftigt hat, im XDR im Kontext von Trend Micro, weiß sicherlich schon, dass wir zwei verschiedene Lösungen bieten, um XDR dem Kunden anzubieten oder die Funktionalitäten zu nutzen. Das ist einmal Vision One, wenn man eher in Richtung in größere Kunden denkt oder im MSP 1:1 Modellen. Und wir haben Very Free XDR für kleinere und mittelgroße Kunden und für MSP One-to-Many Geschäftsmodell. Für beide Szenarien haben wir die Sessions vorbereitet. Das ist dann einmal die linke Spalte und die rechte Spalte und wir bieten jeweils die Berichte aus der Praxis. Das ist dann schon am Mittwoch und am Donnerstag dieser Woche, wo Partner berichten, wie sie jetzt schon XDR von Trend Micro nutzen, um ihren Kunden XDR und SOC-Services anzubieten. Und dann gehen wir in der nächsten Woche in den Vertrieb rein, wie die beiden Lösungen am besten positioniert werden können. In der dritten Woche geht es in die Technik, eher so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Einführung, auch wieder Vision One und XDR, Very Free XDR. Und dann haben wir zwei Sessions, wo es ein bisschen tiefer reingeht in die Technik. Das sind dann auch jeweils für Vision One und für Very Free XDR. Also es ist für jeden was dabei in unserer Fokuswochen, je nachdem, was euer Geschäftsmodell ist oder wie eure Kundenstruktur aussieht und natürlich auch, in welcher Funktion ihr euch befindet. Es sieht viel aus, aber am Ende, wenn man sich so genau seine Dinge raussucht, dann sind es, glaube ich, so zwei Sessions oder drei. Und ich hoffe, dass ihr die Zeit aufbringen könnt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr die Angebote nutzt. Jetzt sind aber auch noch ein paar Fragen gekommen, auf die ich gerne noch eingehen würde.